Ja, den Ursus, der Video kostet 84.000. Da kaufe ich mir lieber gleich einen Radlader für 98.000 mit allen Fruchtsorten dran. Schade, der hat die neuen Fruchtsorten nicht. Schade! Bitte, Realismus! Ja, der ist schlecht. Boah, fuck. Wo ist denn der jetzt dabei? Bei Diverses wahrscheinlich. Diverses. Silage-Schild, wo ist es denn? Hier! Saphir-Kombi, 5.000 Euro. Ronin. Wenn du 30.000, also wenn du voll bist, dann sagst du es, ne? Okay. Meldest du dich einfach. Okay. Ich bin voll. Das traue ich dir zu. Es wäre jetzt lustig, weil ich glaube, dass ich bei Audacity vergessen habe, mein Mikrosound aufzunehmen. Greit hinterhältiges Bauerngrippe, Fotzenkind! Jawohl, jetzt geht die Scheiße wieder weiter. Kaum habe ich gesagt, ich habe vergessen aufzunehmen. nee, das war's nicht, aber da ich kurz minimiert hatte, ist Fresh halt abgeschmiert. Okay. Nein. Wir sind schon ein bisschen professioneller, sollte man denken, aber nein. Nein. Professionalität ist was für Idioten. Genau wie Realismus. Ja, nee, Realismus ist was für mich. Ich hoffe, dass ich jetzt das hinbekomme mit dem Silageschild. Das sieht ja schon mal ganz geil aus, auch benutzt und so. Jawohl, no, das passt jetzt schon. No, das passt jetzt schon, auch geil. Du bist noch am Dreschen, oder? Genau. Schon voll? Nein. Wie viel hast? 27. Das ist super, weil dann komme ich gleich. Warte halt. Bleib mit, neben schon dir, bleib ich da. Klaas, ja, der springt auch nur an. Wo bist du? Ah, da hinten bist du. Wunderbar. Ich schalte gleich mein Vio an. Siehst du mich? Ich sehe Niklas. Oder Lex siehst du halt. Du kannst mal gleich hier da stehen bleiben und mir gleich abladen bei mir. Warum denn? Na, dann kann ich gleich überladen in den Ding. Dafür ist das Ding ja da, damit du nicht die Hänger auflädst, sondern erstmal bei mir und ich fahre dann zum Feldrand mit zu den Hängern und lade ich dann auf. Bitte. Mehr geht nicht. Jetzt bekomme ich auch meine 16 FPS, geile Scheiße. Kriegst du es jetzt hin? Ja, Realismus bitte. Wart zurück noch. Jetzt geht's. Das sieht schon mal super aus. La 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 la. Ich sehe dir so wenig Licht, das ist Hammer. Ja. Na, ich versuche jetzt gleich mal, ich bin mal gespannt, wie das jetzt gehen soll. Also erkannt, hat er schon mal die Silage? Das ist ja super. Ich bin jetzt gespannt, wie das funktioniert. Verdichten müsste jetzt eigentlich dastehen. Ich weiß leider wirklich nicht, wozu das Silageschild eigentlich da ist. Also, es sollte doch eigentlich jetzt klappen. Ja, sollte man denken. Oder nicht? Nee. Nee. Anscheinend nicht. Na gut, ich weiß trotzdem nicht, wofür es da ist. Bis jetzt ist immer noch Sonnenschein. Sonnenschein, ja. Auch wenn es dunkel ist. So kann man es sagen, ja. So kann man es sagen. Ja, müssen wir verdichten. Da muss ich jetzt wirklich drüber fahren. Tut mir leid für die unrealistischen Worte. Taten. Beides. Ich fahre jetzt einfach rückwärts. Oh. Oh, okay. Nicht. Nee, ist zu schwer. Vorhin war das auch nicht da, komisch. Naja. Verdichten wir mal schön. ...37%, 39%, 40%. Ja, das dauert schon. Ist aber auch gut realistisch, muss man sagen. Ja. 50%, na komm schon. Wenn es immer noch so lange dauert, dann darf ich da noch 5 Mal drüber fahren, ist ja schlecht.
Geil. Ja, es ist richtig geil. Ja, jetzt ist dann bald Weihnachtsfeier bei uns im Betrieb, das wird wieder geil. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich eh okay. Gratis wird's trinken, wird's gratis essen. Zum Dichtsaufen, ne? Genau. Ja, ich werde aber nicht lange dort sein, weil ich und Flo, ich spreche jetzt nicht von mir in der dritten Person, sondern der andere Flo bei uns im... Ist der auch Flo mit wie? Ja, sicher, bei uns beide nennt jeder Flo. Ach so. Axel Flo. Genau, so nenne ich mich auf der Ding, auf der PS4. Axel Flo? Ja. Geil. Glaube ich. Oder Sick? Nee. Sick als. Na. Silo zudecken, jawoll! Die Scheiße läuft. Also, das wurde erledigt, ne? Okay. Silo ist zugedeckt. Damit wir dann gleich die Kühe was haben. Oh, wir hätten so noch Gras haben sollen. Ja gut, dann mähen wir kurz eine kleine Wiese oder so als ohne Realismus. Also bitte mehr Realismus, bitte. Ja, danke. Das war jetzt nicht so optimal. Suboptimal schon wieder, hä? Jo, war suboptimal. Ich lass den jetzt einmal mal hier im Silo stehen, braucht eh keiner. Der ist einfach zu klein, der Ursus, und ohne Gewicht vor allem, ja, sowieso. Yo, du hast gesagt, du bist fast... Was, wieso hast du nur 8000 bei mir eingeladen? Ja, weil ich gerade 27% hatte. Ich dachte, du hast 27.000. Ich sag das doch, Junge. Ja nicht. Warum denn? Du hast mich gefragt, wie viel? Jetzt sag ich 27. Ja, aber eben. 1000 dachte ich, das nicht Prozent. Ja, ist gut. Ist gut. Ja, ja. So könnte ich nicht sein. Na, ich schon. Ich kann immer so sein. Das ist meine Lebensaufgabe. Also, der Brandner wird voller und voller und voller. 24 Tonner, wohlgemerkt. Ist voll. Dann fahre ich. Perat Interpenne ist leer. Danke für die Info. Lesen kann ich selber. Beleuchtung! Was? Beleuchtung? Links, Umschalt, links. Wo ist Umschalt? Geil! Da hat sogar noch eine zusätzliche Beleuchtung. Geile Scheiße. Ist das... Okay, wunderbar. Also ich fahre den gleich mal daher irgendwo. Oder bist du schon fast fertig mit dem Feld? Ja. Sehe ich auch, ja. Dann ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn ich gleich anfange mit dem Dreschen. Dreschen, nee. Eigentlich nicht. Mit dem Grubbern oder Pflügen, ja. Kommt drauf an. Ist immer so eine Sache, weil viele, die sich nicht auskennen, also in der Landwirtschaft, fragen, was soll man tun, Pflügen oder Grubbern? Also Ackern, ich sag lieber Ackern, weil Pflügen ist was für Preußen. Also für alle aus Norddeutschland und Hochdeutschland. Wir in Bayern sagen Ackern. Also es ist im Prinzip egal. Im Landwirtschaftssimulator ist es egal. In echt kommt es darauf an, wie hart der Boden ist. Wie also natürlich der Boden, der etwas härter ist, muss geackert werden, um den Boden aufzulockern. Und der Boden, der nicht so festgefahren ist, der recht locker ist, da reicht Grubbern auch. Kann man aber nicht so pauschal sagen. Kommt auch oft auf die Fruchtsorte drauf an, ob man vorher, also wenn Mais drauf war und der geerntet wurde, dann ackert man meistens, es kommt auf Betrieb und auf Boden an, ist überall unterschiedlich, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Das ist ein 8-Scharer, den ziehe ich nicht mit meinem 150 John Deere, auch nicht mit dem 190er, das kann man mal getrost sein lassen. Dann hänge ich mal einen Lemken-Rubin an. Rubin. Das ist zwar nicht Rubinrot, der ist Rubinblau. Und die FPS geht in den Keller. Nee. Jetzt geht's wieder. Na, Innenansicht, das macht so Spaß. Ah, stopp! Mir fällt was ein. Fenster aufmachen. Es ist so heiß hier. Machen wir das Fenster auf im Bulldog. Also die. Am besten. Wir können jetzt eigentlich mal darüber reden. Wir haben ja aktuell 148 Abonnenten. Danke erstmal dafür, ja. Dass wir es so weit geschafft haben. Jetzt sind wir wirklich bei der Elite wirklich dabei, also gehören wir schon zu den Besten.
Und ja, aber trotzdem erstmal danke dafür. 150 ist auch schon eine Zahl. Es klingt zwar wenig, wenn man sagt, oh, jetzt 150 Abonnenten, 148, und wir wollten noch 150 Abo-Special machen, haben wir schon vor einem halben Jahr drüber geredet, jetzt haben wir immer noch 148, aber gut, ich sag mal, 10 bis 15 kann man abziehen, die sind halt, die mal persönlich kennt und Freunde halt, die uns abonniert haben, aber der Rest, also so mal 130 bis 140 sind halt dann wirklich wahre Abonnenten, und das ist auch schon eine Zahl, muss man sagen, ist nicht wenig. Schon. Und ja, wir haben eh gesagt, ein 150 Abo-Special wird's geben. Ja. Wir haben aber noch nicht genau darüber unterhalten, was wir machen. Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Ein Livestream kannst du sowieso vergessen, bei so wenig Abonnenten. Das ist auch schon wieder fast beleidigt. Naja, aber bei der Anzahl Abonnenten, wenn es mal 1000 wären, dann okay. Bayerisches Let's Play auf Bayerisch, das wäre mal mein erster Einfall. Was sagst du dazu? Das wäre halt mal, ich meine, ich will das eigentlich zwar sowieso machen, unabhängig davon, ob es jetzt ein... Ich wäre eigentlich so dafür, dass man, keine Ahnung, man halt Bescheid gibt, dass man miteinander zocken kann, wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator oder Bad Company 2 oder, keine Ahnung, Battlefield 4. Das stimmt, das wäre auch eine gute Idee. Auch wenn ich jetzt nicht dabei bin und ihr bekommt alle unsere Skype-Namen, weil jetzt sind wir ja halt noch erst, sagen wir mal, 150 Abonnenten, da kann man noch die Skype-Namen rausgeben, sage ich, oder wir machen uns halt extra dafür Skype. Ja, machen uns halt extra Account und dann... Kommt ihr halt alle bei uns auf Skype, wir machen den Konfi, dann können wir miteinander reden, zocken, und das kann natürlich Mario und ich dann auch noch alles aufnehmen und dann können wir das auch hochladen. Ja, ja, sowieso. Also ja, das ist schon eine gute Idee, ja. Was mir noch einfällt dazu, wir würden uns ja wirklich freuen, wenn beim Landwirtschaftssimulator, weil wir wissen oder ich weiß, dass wir hier wesentlich mehr Aufrufe bekommen als zum Beispiel. Battlefield 4, die Story habe ich gerade mal 5 bis 10 Aufrufe, das ist halt gar nichts, weil die Story auch keinen interessiert. Multiplayer, okay, geht 20, 30 Aufrufe, immer noch wenig. Aber hier bei dem einen alten Let's Play sogar auch schon auf ein paar Tage jetzt, oder also auf 2, 3 Tage 30 Aufrufe, ist auch immerhin schon etwas, ja. Hört sich zwar immer noch wenig an, ist es auch, aber es ist etwas und es ist einfach wesentlich mehr als zum Beispiel in anderen Spielen. Und deswegen denke ich mir eigentlich auch, da das Spiel so gut ankommt, würden wir uns halt auch freuen, wenn wir vielleicht immer mal so ein paar Leute dabei wären, ab und zu mit uns Landwirtschaftssimulator spielen wollen. Ich weiß jetzt leider nicht genau. Nee, ihr müsst kein Nitraten, natürlich nicht, nee. Müsst ihr nur den Server finden. Das hauen wir euch, glaube ich, auch in jede Beschreibung rein. Das schreibe ich alles zusammen, auch Passwort und so weiter. Wenn ihr reinkommt, wie das mit den Mods runterladen ist, weil es ist circa 1,2, 1,3 GB Mods, die wir haben. Müsstet ihr euch halt dann runterladen, um dann mit uns spielen zu können. Ich weiß jetzt nicht, also die Serverdaten werde ich nicht hergeben, also da, um euch beim Browser anzuloggen, da könnt ihr nämlich die Mods auch runterladen, will ich aber nicht, das ist mir zu riskant, gibt ja immer welche, die, weiß ich nicht, die da irgendwas vorhaben, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber ich muss, ja, ich weiß nicht, ob das geht, wenn man jetzt den Server sucht und dann steht der da, dass er grau ist, man kann nicht rauf, weil Mods fehlen, ja? Ja. Da steht doch, glaube ich, sogar Mods herunterladen, aber das sind die Mods, da kommt man dann zum Mod-Hub, zu farmingsimulatormods.com, also die offiziellen Mods, oder? Keine Ahnung. Oder kann man die weiß Mods, die fehlen, runterladen? Ich weiß nicht, ob das geht. Das wäre natürlich auch einfach, muss man mal gucken. Also es wäre super, wenn es ein paar Mal testen können, und würde uns wirklich freuen, wenn ihr es schafft oder uns auch sagen könnt, wie das jetzt funktioniert, wie wir das machen müssen, dass ihr auch auf unseren Server könnt. Weil, wie gesagt, natürlich macht es einfach zu zweit, zu dritt oder auch zu viert noch mehr Spaß, und man kann halt mehr Arbeitsabläufe machen, als halt nur zu zweit. Klar, zu zweit ist auch zehnmal besser und vielleicht auch ein Helfer, aber zu dritt macht einfach mehr Spaß, mehr Leute. Und bei so einer großen Map, muss man ehrlich sagen, ist es schon sinnvoll, wenn so möglich viele Leute wie möglich sind. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, da sind auf einem anderen Server in Nordwest-Mecklenburg spielen die zu fünft, das ist natürlich traumhaft. Und alle kennen sich halt gut, das ist bei uns leider negativ, weil wir halt nicht so viele kennen, die den spielen. Zumindest persönlich. Du musst schon wieder gehen, hä? Ja. Und wenn, dann machen sie halt keine Let's Plays oder. Aber spielen so ab und zu, so jemand wie Benny, den kannst du vergessen, dass der sowas spielt, der findet, das ist schlecht, und dafür bekommt er auch mal eine Faust ins Gesicht, wenn er kommt. Benny sei gewappnet, also Landwirtschaftssimulator, der ist fisting your ass, your anus.
Das war so eine interne Botschaft, müsst ihr nicht verstehen, es war verschlüsselt jetzt mit Codewörtern. Vielleicht haben es einige verstanden. Oh, was ist da los? Das ist ein bisschen geshoppt hier, gibt's da nicht. Alter, sag mal! Das sollte jetzt aber nicht sein. Naja, gut. Weiß nicht, warum er das, warum er da jetzt so spackt, das ist eh schon wieder, wird schon fast wieder hell, guckt ihr das an. Oh. 15 Mal ist eine gute Zeiteinstellung, finde ich. Ah, schon. Oh, auf alle Fälle, dann bekommt ihr noch Bescheid, was wir jetzt noch für ein Abo-Special machen. Und wenn es das jetzt wirklich mit dem Zocken ist und Skype, dann bekommt ihr da auch, keine Ahnung. Zwei Wochen vorher oder so, können sie sich alle schon mal, weil, damit da auch... Wochenende das ist und welcher Tag und von wann bis wann. Es wird auf jeden Fall nicht mehr vor Weihnachten sein, das kann ich euch sagen. Nee. Weil ich am 10. Dezember operiert werde und dann bin ich am 17., 16. wieder zu Hause. Und dann will ich jetzt auch erstmal ein, zwei Tage, drei Tage meine Ruhe und dann ist eh Weihnachten gleich eine Woche später. Also nach Weihnachten auf jeden Fall. Du wirst ja da auch irgendwann mal frei haben wahrscheinlich, oder? Nee. Nicht? Nee. Du nimmst nicht frei. Wann denn Weihnachten? Ja, irgendwie so, ja. Inventur und so, Junge. Ja, schon klar, aber trotzdem. Ja, wie denn? Wieso? Da braucht man jede Kraft, Junge. Ja, aber so, du hast ja letztes Jahr auch freigenommen. Eine Woche oder ja, zwei Wochen. Weil wir da genügend Leute waren. Was? Und weil da genügend Leute? Ja, aber du werdet ja nicht 5 Monate Inventur machen. Ja, warum 5 Monate? Weihnachten sind doch nur 5 Tage. 3 Tage. Ja, ich meine jetzt eine Woche später an, erste Januarwoche, zweite Januarwoche, irgendwann da bin so. Da bin ich schon mal in der Schule. Ja, ob du die halt im Winter jetzt dann Januar, Dezember frei nimmst. Wahrscheinlich mal. Nicht. Nicht? Nein. Du bist ja eisern. Warum denn? Ich baue mir den Urlaub für die Sommertage auf. Alter, und da willst du dann alles reinhauen in einem Stück? Ja, warum denn? Der Sommer ist ja am längsten Frühling und Sommer, so würde ich mal sagen. Ja, schon, aber ja, eine Woche, Weihnachten muss schon sein, eine Woche ist es schon. Ja, warum denn? Ersten, zweiten Feiertag? Der Adel hat es noch gesehen. Ja, der muss, der hat mal die Schulbedingungen halt. Das ist super, ja. Der hat noch schön frei, 2 Wochen. Gut, ich habe gar nichts zu tun, aber bin die ganze Zeit zu Hause, aber man kann halt mit keinem was machen. Mir geht hier auch schon die tote Hose. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Kann nichts zocken außer LS und Battlefield mal, wenn ein Kumpel da ist und Benny da ist, weil sonst raste ich nur noch auch alleine und das muss nicht sein. Zu zweit ist es ja noch halbwegs lustig, da kann man sich gegenseitig beschimpfen und anmachen. Oder zu zweit flamen, das macht mehr Spaß als alleine. Zu zweit ist es flamen sogar noch lustig, aber zu alleine ist es dann nur noch frustrierend und dann... es muss nicht wieder eine Maus kaputt gehen, sage ich mal. Es reichen 2. Ja, letztes Mal, also da danke an Amazon, dass ihr die noch zurückgenommen habt, ne? Ich habe euch verarscht, tut mir leid, aber ich hatte die Maus einfach mal fett auf den Tisch gehauen, nach einem Schlag war sie schon kaputt. Das war übrigens Black Ops 2, ja? Weil ich in dem Spiel so gut war. Und dann frustet das natürlich noch mal, wenn du absteigst. Ich hatte eine 1,9er Quote, dann 1,8er, jetzt 1,7er, so um den Dreh, 1,7er, ja, 1,77. Da wurde ich dann halt immer schlechter und habe ich da schon ein paar Mal die Maus, das war noch die blaue Death Adder. Danach habe ich mir dann die bessere geholt. Gott sei Dank kam ich das Geld zurück. Und die muss ich sagen, die ist besser. Ja. Gott sei Dank treten jetzt die Fehler nicht mehr auf mit der Maus, dass die immer so hängen geblieben. Bist du schon fertig? Sicher. Bist du nur hin? Zum Hof? Ich dachte, wir wären schon raus oder so. Ist schon eine halbe Stunde und ich bin da noch alleine rum. Das wäre jetzt lustig. Naja, ich habe in meiner Konsolenkarriere bis jetzt erst einen Controller geschrottet. Erst einen? Ja. Ja, gut. Also ich habe schon, das ist jetzt meine insgesamt dritte Tastatur. Die erste war von dem ersten PC, war da dabei, Fujitsu, Glump, erste Maus auch. Zweite Maus, eine Logitech G400, die hatte ich sehr lange. Habe ich dann leider auch geschrottet. Sie war auch schon richtig fertig, also die war schon richtig abgenutzt, also die habe ich wirklich ausgenutzt, die hat den Zweck sehr gut erfüllt. Danach eben das Microsoft SignRider X4, die Tastatur mit Beleuchtung, war eigentlich auch eine gute Tastatur. Ging dann leider die Leertaste nicht mehr und das war für den Ego-Shooter natürlich fatal. Obwohl ich das dann auf Dauer hinbekommen habe, ich musste halt die Leertaste immer in der Mitte drücken und nicht am Rand. Und das mache ich jetzt immer noch, weil ich so gewohnt bin, also da muss ich erstmal rankommen, mich erinnern. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst den Fan abkuppeln und
Hast du schon ausgeleert? Ja. Wo?